EA Productions. EA Productions liest Jules Verne. Reise durch die Sonnenwelt. Zweiter Band. Heute fünftes Kapitel, in dem der Schüler Savatag vom Professor Palmyrino Set recht übel behandelt wird. Jetzt war also für unsere Grübler, diese Hypothesenschmiede, alles klar, alles enthüllt. Sie wurden von einem Kometen durch die grenzenlose Sonnenwelt entführt. Nach jenem Stoße war es die Erde gewesen, welche Hector Savatag durch den dichten Wolkenschleier im Weltraum verschwinden sah. Die Erdkugel hatte damals ebenso jene einzige und ganz außerordentliche Flut des Galliermeeres verursacht. Indessen, dieser Komet sollte ja doch, wenigstens nach der Behauptung des Professors, zur Erde zurückkehren. Ob seine Berechnungen wohl verlässlich genug sein mochten, um diese Rückkehr zweifellos sicherzustellen? Man wird zugeben müssen, dass die Bewohner der Gallia bezüglich dieses Punktes nicht völlig beruhigt sein konnten. Die nächstfolgenden Tage benutzte man zur häuslichen Einrichtung des neuen Ankömmlings. Dieser gehörte glücklicherweise zu den Leuten, welche nicht viele besondere Ansprüche an das Leben stellen und sich leicht jeder Lage anbequemen. Da er Tag und Nacht nur in den Himmeln unter den Sternen lebte und den im Weltraum umherschweifenden Himmelskörpern nachspürte, so machte er sich um Wohnung und Nahrung, höchstens den Kaffee ausgenommen, blutwenig Sorge. Es schien fast, als entginge die sinnreiche innere Ausstattung des Nina-Baus, welcher sich die Kolonisten rühmten, gänzlich seiner Beachtung. Kapitän Servadac gedachte seinem alten Lehrer, das Beste der vorhandenen Zimmer anzubieten. Dieser aber schlug das, offenbar wenig geneigt, das allgemeine Leben zu teilen, rundweg ab. Was er bedurfte, war ein möglichst frei und abgetrennt belegenes Observatorium, wo er sich ungestört seinen astronomischen Beobachtungen widmen konnte. Hector Servadac und Leutnant Brock bemühten sich also, ein ihm zusagendes Unterkommen auszumitteln, was ihnen auch ganz nach Wunsch gelang. In der Seitenwand der vulkanischen Bergmasse entdeckten sie, etwa 100 Fuß über der Hauptaushöhlung, ein beschränktes Plätzchen, welches jedoch hinreichen musste, einen Beobachter und dessen Instrumente aufzunehmen. Es bot den nötigen Platz für ein Bett, einige Möbel, für Tisch, Lehnstuhl, Schrank, natürlich auch für das unumgängliche Fernrohr, welches eine seiner Handhabung möglichst erleichternde Aufstellung erhielt. Ein schwacher Lavastrom, den man hierher ableitete, genügte zur Erwärmung des kleinen Raumes. Hier also richtete der Professor sich häuslich ein, verzehrte die Mahlzeiten, die man ihm zu bestimmter Stunde brachte, hier schlief er, übrigens möglichst wenig, rechnete während des Tages, beobachtete während der Nacht und beteiligte sich also fast gar nicht an dem Leben der übrigen. Alles in allem erschien es auch am geratensten, ihn in Anbetracht seiner eigentümlichen Gewohnheiten sich selbst zu überlassen. Die Kälte wurde allmählich sehr lebhaft. Das Thermometer zeigte im Mittel stets 30 Zentigrade unter Null. Das Quecksilber schwankte in seinem Rohre hier niemals auf und ab, wie in den unbeständigeren Klimaten der Erde, sondern es fiel nur langsam, aber stetig. Dieses Sinken musste andauern, bis die niedrigsten Temperaturgrade des Weltraums erreicht waren, da auf eine Zunahme ja nicht eher zu rechnen war, als bis die Gallier sich in ihrer elliptischen Bahn der Sonne wieder annäherte. Wenn die Quecksilbersäule im Thermometer aber niemals merkbar oszillierte, so rührte das von dem Fehlen jedes Windes her, der die Atmosphäre der Gallier bewegt hätte. Die Kolonisten befanden sich also unter ganz ausnahmsweisen klimatischen Verhältnissen. Kein Luftmolekül rührte sich von seiner Stelle. Alles, was gasförmig oder tropfbar flüssig war auf der Oberfläche des Kometen, schien vor Kälte erstarrt. Niemals kam es zu einem Gewitter, einem Platzregen oder zeigten sich Dünste weder am Zenit noch am Horizonte. Ebenso fehlten also jene feuchten Nebel und der trockene Höhenrauch, welche die Polarzonen des Erzphyroides nicht selten einhüllen. Der Himmel bewahrte sich eine unveränderte und unveränderliche Klarheit, wobei der Tag von den Strahlen der Sonne, die Nacht von denen der Sterne erglänzte, ohne dass die eine mehr Wärme zu spenden schien als die anderen. Hierzu ist wohl zu merken, dass diese exzessive Temperatur in der freien Luft doch recht wohl zu ertragen war.
denn nur die heftig bewegte kalte Luft, der scharfe, schneidende Wind, die ungesunden Nebel, die fürchterlichen Schneewirbel, das ist es, dem sich in den arktischen Regionen Überwinternden deshalb nicht ungestraft aussetzen dürfen, weil dadurch die Lungen sozusagen ausgetrocknet und zur Erfüllung ihrer physiologischen Funktionen untauglich werden. Hierin ist die Ursache zu suchen, die das Leben der Polarfahrer so häufig und ernstlich bedroht. Während der Perioden der Ruhe aber, wenn die Atmosphäre nicht erregt ist, können sie, sei es auf der Insel Melville wie Parry oder jenseits des 81. Breitengrades wie Kane, ja noch über den von dem unerschrockenen Hall und den Naturforschern der Polaris erreichten Grenzen der Kälte und wenn sie noch so intensiv wäre, recht wohl trotzen. Sobald sie nur geeignete Kleidung und hinreichende Nahrung haben, setzen sie sich bei Windstille der stärksten Temperaturerniedrigung aus und haben das selbst gewagt, wenn die Alkoholthermometer 60 Grad unter Null zeigten. Die Kolonisten von Warmland befanden sich also unter den günstigsten Verhältnissen gegenüber der Kälte des leeren Weltraumes. An Pelzwerk aus den Vorräten der Golette und an selbst zugerichteten Fellen litten sie ja keinen Mangel. Ihre Nahrung war stoffreich und gesund. Die Ruhe der Atmosphäre gestattete ihnen gleichzeitig, trotz der sehr starken Erniedrigung der Temperatur, nach Belieben ein- und auszugehen. Der Generalgouverneur der Gallier achtete übrigens mit besonderer Sorgfalt darauf, dass alle stets entsprechend warm gekleidet und ordentlich ernährt blieben. Gesundheitsfördernde Übungen waren nicht nur vorgeschrieben, sondern wurden auch täglich gewissenhaft ausgeführt. Nichts geschah außerhalb des Programmes für das gemeinschaftliche Leben. Weder der junge Pablo noch die kleine Nina bildeten eine Ausnahme von dieser Regel. Halb vermummt in ihren Pelzen ähnelten diese liebenswürdigen Wesen fast graziösen Eskimos, wenn sie am Ufer von Warmland Schlittschuh liefen. Pablo zeigte sich immer besorgt um seine Gespielin. Er nahm an ihren Vergnügungen teil und unterstützte sie, wenn sie einmal ermüdete. Beide benahmen sich eben, wie Kinder ihres Alters zu tun pflegen. Und was wurde aus Isaac Hakkabut? Nach seiner ungeschickten Interpellation Palmyrin Rosettes war er ganz bestürzt nach seiner Tartane zurückgekehrt. In den bisherigen Vorstellungen des Juden vollzog sich nun eine wesentliche Veränderung. Jene eingehenden und bestimmten Angaben des Professors konnte er wohl nicht bezweifeln und bezweifelte er auch nicht mehr. Er wusste es jetzt, dass ein umherirrender Komet ihn durch den Weltraum führte, Millionen Meilen hinweg von der Erdkugel, auf der er so viele und so gute Geschäftchen gemacht hatte. Wenn er sich jetzt betrachtete, der 36. Bewohner der Gallier, sollte man wohl annehmen, dass diese, jeder menschlichen Voraussicht spottende Lage seine Gedanken und seinen Charakter einigermaßen beeinflusst und zu einer gewissen Einkehr in sich selbst bestimmt haben müsste, dass bessere Gefühle in ihm zum Durchbruch gekommen wären gegen die wenigen, welche Gottes Gnade noch an seiner Seite gelassen hatte, um sie nicht ferner nur als Ziel seiner Habsucht zu betrachten. Leider war dem nicht so. Hätte sich Isaac Hakkabut geändert, so wäre er ja nicht mehr das Musterexemplar dessen gewesen, was der Mensch werden kann, der immer nur an sich selbst denkt. Im Gegenteil, seine Sinnesart verhärtete sich eher noch mehr. Er dachte nur an das eine, die gegebene Lage bis zum Äußersten auszunutzen. Den Kapitän Savadak kannte er längst viel zu gut, um sicher zu sein, dass ihm von keiner Seite werde ein Unrecht geschehen dürfen. Er wusste sein Heil unter den Schutz eines französischen Offiziers gestellt und dass ihm, von höherer Gewalt abgesehen, gewiss keine Schädigung drohe. Da der Eintritt einer höheren Gewalt nicht zu erwarten stand, so schmiedete Isaac Hakkabut seine Pläne für die nächste Zukunft in folgender Weise. Waren die Aussichten auf eine Rückkehr nach der Erde auch nur gering, so durften sie doch nicht völlig aus dem Auge gelassen werden. Englisches und russisches Gold und Silber fehlte nun der kleinen Kolonie keineswegs. Einen eigentlichen Wert erlangte es aber natürlich erst, wenn es wieder auf der alten Erde in Umlauf kommen konnte. Es galt also jetzt, den ganzen Münzenvorrat der Gallier zusammenzuscharren. Isaac Hakkabuts Interesse lief demnach darauf hinaus, seine Waren vor der Rückkehr an den Mann zu bringen, da sie schon ihrer Seltenheit wegen auf der Gallier in noch höherem Werte stehen mussten als auf der Erde. Aber damit zu warten, bis infolge der nicht abweisbaren Bedürfnisse der Kolonie die Nachfrage das Angebot übersteigen werde. Dann musste eine merkliche Preissteigerung eintreten und ein guter Gewinn gesichert sein.
Hakabuts Losung hieß also verkaufen, aber abwarten, um besser zu verkaufen. Das waren etwa die Gedanken, mit denen der Jude sich in der engen Kabine der Hansa beschäftigte. Jedenfalls war man dabei seines widerwärtigen Anblickes enthoben, worüber sich niemand beklagen konnte. Während des Monats April belief sich der von der Gallia zurückgelegte Weg auf 23,5 Millionen Meilen und der Abstand von der Sonne am Ende des Monats auf 66 Millionen Meilen. Der Professor hatte sehr genaue Ephemeriden entworfen, auf welchen die elliptische Bahn des Kometen verzeichnet stand. 24 ungleich große Abteilungen dieser Kurve stellten die 24 Monate des Gallierjahres dar. Diese Abteilungen veranschaulichten also den allmonatlich durchlaufenden oder zu durchlaufenden Weg. Die ersten 12 Segmente der Kurve nahmen bis zum Punkte des Aphels an Länge ab, ganz entsprechend einem der drei keplerschen Gesetze. Jenseits dieses Punktes wuchsen diese Abteilungen wieder je nach der Annäherung an das Perihel der Bahn. Eines Tages, es war der 12. Mai, legte der Professor dem Kapitän Servadac, Grafen Timaschew und Leutnant Prokop seine Arbeit vor, welch letztere dieselbe mit leicht begreiflichem Interesse betrachteten. Die vollständige Bahnlinie der Gallia lag vor ihren Augen, und sie erkannten, dass sich dieselbe bis etwa über die Bahn des Jupiter hinaus erstreckte. Die jeden Monat zurückgelegten Strecken sowie die Abstände von der Sonne waren auch in Zahlen ausgedrückt. Hier zeigte sich alles ganz klar, und sobald Palmyrin Rosette sich nicht geirrt habe, wenn die Gallia ihre Revolution wirklich in genau 2 Jahren vollendete, so musste sie auch der Erde an der Stelle des ersten Zusammenstoßes wieder begegnen, da letztere in derselben Zeit 2-mal ihre Bahn um die Sonne vollendet haben musste. Von welchen Folgen aber würde der neue Zusammenstoß begleitet sein? Man wagte kaum, darüber nachzudenken. Wenn man auch über die unbedingte Verlässlichkeit der Palmyrin-Rosettschen Arbeiten vielleicht einige Zweifel hegte, so erschien es doch geraten, diese nicht sichtbar werden zu lassen. Die Gallia wird demnach, sagte Hector Servadac, im Laufe des Monats Mai nur 18.240.000 Meilen durchfliegen und sich von der Sonne bis auf 83.400.000 Meilen entfernen. Ganz richtig, bestätigte der Professor. Wir haben also die Zone der teleskopischen Planeten schon überschritten, fügte Graf Timaschew hinzu. Urteilen Sie selbst, Herr Graf, erwiderte Palmyrin Rosette. Ich habe die Zone jener Planeten hier eingezeichnet. Und der Komet wird also, fragte Hector Servadac weiter, gerade 1 Jahr nach dem Passieren des Perihels an seinem Aphel anlangen? Gewiss. Am nächsten 15. Januar. Natürlich, am 15. Januar. Und doch, nein, rief der Professor. »Warum sagen Sie am 15. Januar, Kapitän Servadac?« »Weil der Zeitraum vom 15. Januar bis wieder zu demselben Datum 1 Jahr oder, anders ausgedrückt, 12 Monate umfasst.« 12 Erdenmonate, ja«, versetzte der Professor, »nicht aber 12 Galliermonate.« Leutnant Prokop konnte sich bei diesem unerwarteten Ausspruch eines Lächelns nicht erwehren. »Sie lachen, na, Herr Leutnant«, wandte sich der Professor an diesen. »Und warum lachen Sie denn?« »Oh, Herr Professor, nur deshalb, weil ich sehe, dass Sie den Erdenkalender reformieren wollen.« »Ich will nichts anderes, mein Herr, als logisch sein.« »Jawohl, wir wollen logisch verfahren, lieber Professor«, rief Hector Servadac dazwischen, »immer nur logisch.« »Geben Sie zunächst zu«, fragte Palmyrin Rosette in trockenstem Dozententone, »dass die Gallia 2 Jahre nach Passierung ihres Perihels wieder bei demselben eintreffen wird?« »Ohne Widerrede.« »Stellt diese Periode von 2 Jahren, während welcher unser Komet seine Revolution um die Sonne beendet, nicht das Gallierjahr vor?« »Gewiss.« »Muss nicht dieses Jahr, so wie jedes beliebige andere, in 12 Monate geteilt werden?« »Wenn Sie es so wollen, lieber Professor.« »Hier handelt es sich nicht darum, ob ich will.« »Nein, nein, es ist richtig, in 12 Monate«, sagte Hector Servadac nachgebend. »Und wie viele Tage werden diese Monate zählen?« »Nun, 60 Tage, da diese um die Hälfte kürzer geworden sind.« »Kapitän Servadac«, entgegnete der Professor streng, »überlegen Sie erst, was Sie sagen.« »Aber ich denke, ich gehe damit vollständig auf Ihr System ein«, antwortete Hector Servadac. »Keineswegs.« »Nun, so erklären Sie mir.« »Nichts einfacher als das«, fiel ihm Palmyrin Rosette ins Wort, wobei er etwas mitleidig und wegwerfend die Achseln zuckte.
Jeder Galliermonat umfasst doch zwei irdische Monate, nicht wahr? Ohne Zweifel, da das Gallierjahr zwei Erdenjahre währt. Zwei Monate enthalten auf der Erde aber 60 Tage? Richtig, 60 Tage. Und folglich? Fragte Graf Timaschew zu Palmyrin Rosette gewendet. Wenn zwei Monate auf der Erde 60 Tage zählen, so ergibt das 120 Galliertage, da die Dauer eines Tages auf der Gallier nur 12 Stunden beträgt. Verstanden? Vollkommen, Herr Professor, antwortete Graf Timaschew. Doch fürchten Sie nicht, dass dieser Kalender leicht verwirrend wirken werde? Verwirrend, rief der Professor. Schon seit dem 1. Januar zähle ich nicht mehr anders. Unsere Monate würden folglich, fragte Hektor Savadak, mindestens 120 Tage zählen. Was finden Sie Schlimmes dabei? Oh, gar nichts, lieber Professor. Anstatt also jetzt im Mai zu leben, haben wir nun erst März. So ist es, meine Herren. Wir haben den 266. Galliertag, der dem 133. auf der Erde entspricht. Heute ist demnach der 12. Galliermärz, und nach weiteren 60 Tagen werden wir den 72. März zählen, rief Hektor Savadak. Bravo, nur immer logisch. Palmyrin Rosette sah aus, als fragte er sich, ob sein früherer Schüler sich nicht etwas über ihn lustig mache. Doch da es schon etwas spät geworden war, verließen die drei Besucher das Observatorium ohne weitere Auseinandersetzung. Der Professor hatte also den Kalender für die Gallier festgestellt. Jedenfalls, und das er hier im Voraus bemerkt, bediente er sich desselben nur allein, und niemand verstand ihn, wenn er etwa vom 48. April oder vom 118. Mai sprach. Inzwischen kam der Monat Juni nach dem alten Kalender heran, während welches die Gallier nur 16,5 Millionen Meilen Weg zurücklegen und sich bis auf 93 Millionen Meilen von der Sonne entfernen sollte. Die Temperatur nahm zwar noch weiter ab, doch die Atmosphäre blieb ebenso rein, ebenso ruhig wie bisher. Das Leben auf der Gallier ging mit vollendeter Regelmäßigkeit, um nicht zu sagen Monotonie, vor sich. Diese Monotonie zu stören bedurfte es nichts Geringeres als jener närrischen, nervösen, launenhaften, jahrzehntischen Persönlichkeit Palmyrin Rosettes. Wenn er sich einmal herabließ, seine Beobachtungen zu unterbrechen und in der gemeinsamen Wohnung zu erscheinen, so war ein neuer Auftritt immer bald zu erwarten. Die Unterhaltung bewegte sich dann regelmäßig um das Thema, das Hektor Savadak und seine Gefährten, so groß auch die Gefahren eines neuen Zusammentreffens mit der Erde sein mochten, sich doch auf dessen künftigen Eintritt freuten. Das genügte, den Professor in Harnisch zu bringen, da dieser von einer Rückkehr am liebsten gar nichts hören wollte und seine Studien auf der Gallia fortsetzte, als sollte er hier ewig leben. Eines Tages, am 27. Juni, platzte Palmyrin Rosette wie eine Bombe in den Hauptsaal hinein. Hektor Savadak, Leutnant Prokop, Graf Timaschew und Benzow befanden sich eben in demselben. »Leutnant Prokop«, rief er, »beantworten Sie mir ohne Umwege und ohne von der Sache abzuschweifen, was ich Sie fragen werde.« »Ich bin es gar nicht gewöhnt«, entgegnete Leutnant Prokop. »Gut, schon gut«, schnitt ihm Palmyrin Rosette jedes weitere Wort ab, als habe er einen Gymnasiasten vor sich. »Antworten Sie also. Haben Sie, ja oder nein, mit der Golette die Gallier auf Ihrem Äquator oder doch längs eines der größten Kreise umschifft?« »Ja, Herr Professor«, antwortete Leutnant Prokop, den Graf Timaschew durch ein Zeichen verständigt hatte, sich dem schrecklichen Professor zu fügen. »Gut«, sagte der Letztere. »Haben Sie bei dieser Entdeckungsreise auch den von der Dobryna durchlaufenden Weg gemessen?« »Wenigstens annähernd«, erwiderte Prokop. »Das heißt, mit Hilfe des Log und des Kompasses, nicht aber durch Beobachtung der Sonnen- oder Sternhöhen, die zu berechnen uns unmöglich war.« »Und was haben Sie gefunden?« »Für den Umfang der Gallier etwa 2300 Kilometer, wonach ihr Durchmesser also 740 Kilometer betragen müsste.« »Ja«, antwortete Palmyrin Rosette halb für sich. »Dieser Durchmesser wäre also 16 Mal kleiner als der der Erde, welcher zu 12.792 Kilometer angenommen wird.« Kapitän Savadak und seine beiden Gefährten sahen den Professor an, ohne noch zu wissen, wo er hinaus wolle. »Schön«, fuhr Palmyrin Rosette fort. »Zur Vollendung meiner Studien über die Gallier muss ich nun noch deren Oberfläche, Volumen, Masse, Dichtigkeit und die Intensität der Schwerkraft auf derselben wissen.« »Was die Oberfläche und das Volumen betrifft«, bemerkte Leutnant Prokop, »so sind diese ja, da uns der Durchmesser der Gallier bekannt ist, ganz leicht zu finden.« »Habe ich denn gesagt, dass das schwierig wäre?«
rief der Professor. »Solche Rechnungen führte ich schon aus, als ich zur Welt kam.« knurrte Ben Zuff, der nur auf die Gelegenheit wartete, den Verächter des Montmartre zu ärgern. »Schöner Servanac«, sagte Palmyrin Rosette, nachdem er Ben Zuff einen Augenblick strafend betrachtet hatte. »Nehmen Sie Ihre Feder. Da Sie den Umfang eines größten Kreises der Gallier kennen, so sagen Sie mir, wie groß deren Oberfläche ist.« »Sofort, Herr Rosette«, antwortete Hektor Servadac, der sich einmal als guter Schüler benehmen wollte. »Wir haben 2325 Kilometer, den Umfang der Gallier mit 740, ihrem Durchmesser, zu multiplizieren.« »Ja, ja, beeilen Sie sich nur«, drängte der Professor. »Das müsste schon fertig sein. Nun?« »Ich halte da«, antwortete Hektor Servadac, »als Produkt 1.719.020 Quadratkilometer für die Oberfläche der Gallier. Das wäre demnach eine 297 mal kleinere Oberfläche als die der Erde, welche 510 Millionen Quadratkilometer enthält.« »Pah«, machte Ben Zuff und schnitt dabei ein Gesicht, welches seine Verachtung dieses Kometen des Professors ausdrücken sollte. Ein funkelnder Blitz aus den Augen des Gelehrten strafte ihn. »Nun«, fuhr der Professor allmählich warm werdend fort, »was beträgt also das Volumen der Gallier?« »Das Volumen?« erwiderte Hektor Servadac zögernd. »Schöner Servadac, können Sie denn nicht mehr das Volumen einer Kugel, deren Oberfläche gegeben ist, berechnen?« »Doch, Herr Rosette, aber Sie lassen den Menschen ja gar nicht einmal aufatmen.« »Bei der Beschäftigung mit Mathematik ist gar nichts aufzuatmen, mein Herr. Da atmet man so gut wie gar nicht.« Alle Anwesenden mussten ihren ganzen Ernst zusammenzunehmen, um nicht laut aufzulachen. »Wird es denn endlich?« fragte der Professor. »Der Kubikinhalt einer Kugel ist?« »Gleich dem Produkte aus deren Oberfläche«, antwortete Hektor Servadac halb aufs Geratewohl. »Multipliziert mit?« »Mit dem dritten Teile des Radius, mein Herr«, polterte Palmyrin Rosette heraus. »Mit dem dritten Teile des Radius. Sind Sie nun fertig?« »Ziemlich. Der dritte Teil des Gallier-Halbmessers beträgt 123 Dreizehntel, Dreihundertstel, Dreitausendstel, Dreizehntau... 3333xtel, setzte Benzhof die Aufzählung durch alle Stufen der Tonleiter weiter fort. »Ruhe«, rief der Professor, der nun ernsthaft böse wurde. »Begnügen Sie sich mit den ersten beiden Dezimalen und vernachlässigen Sie die übrigen.« »Ich tue es schon.« »Nun also?« »Das Produkt aus 1.719.020 mit 123,33 ergibt 211.439.460 Kubikkilometer.« »Das ist demnach das Volumen meines Kometen.« »In der Tat, er kann sich schon sehen lassen.« »Gewiss«, bemerkte Leutnant Prokop, »doch dieses Volumen ist immer noch 5.166 mal kleiner als das der Erde, welches in runden Zahlen...« 1.082.841.000.000 Kubikkilometer beträgt. Das weiß ich wohl, mein Herr«, unterbrach ihn Palmyrin Rosette. Und folglich, setzte Leutnant Prokop hinzu, erreichte das Volumen der Gallier noch lange nicht das des Mondes, welches den 49. Teil des Erdvolumens darstellt. »Wer hat denn davon überhaupt eine Silbe gesprochen?« warf der in seine Eigenliebe verletzte Gelehrte ein. »Also«, fuhr Leutnant Prokop unerbittlich weiter fort, »kann die Gallier von der Erde aus nicht mehr sichtbarer sein als ein Stern siebender Größe. Das heißt, sie ist jetzt mit bloßem Auge gar nicht mehr zu erkennen.« »Alle Wetter«, rief Ben Zuff, »das ist mir ein hübscher Komet, und auf diesem Krümelchen laufen wir herum.« »Ruhe«, rief Palmyrin Rosette ganz außer sich. »Ein kleines Nüsschen, eine Kichererbse, ein Senfkörnchen«, fuhr Ben Zuff fort, um sich doch einmal an dem Gelehrten zu rächen. »Schweig, Ben Zuff«, befahl ihm auch der Kapitän Servadac. »Ein Stecknadelkopf, noch mehr, das Nichts von einem Nichtse.« »Alle Wetter, wirst du wohl still sein?« Ben Zuff bemerkte, dass sein Kapitän ernstlich böse wurde. Er räumte also das Gemach, rief durch das hellste Lachen aber alle Echos der vulkanischen Bergwand wach. Es war die höchste Zeit gewesen, dass er ging. Palmyrin war nah daran gewesen, alle Rücksichten zu vergessen und brauchte längere Zeit, um sich einigermaßen zu beruhigen. Seine Empfindlichkeit bezüglich des Kometen glich eben ganz der Ben Zuffs bezüglich des Montmartre. Jeder verteidigte seinen Schützling mit eifersüchtiger Hartnäckigkeit. Endlich fand der Professor die Sprache wieder und wandte sich an seine Schüler oder vielmehr an seine Zuhörer wie folgt. »Wir erkennen nun, meine Herren«, begann er, »Durchmesser, Umfang, Oberfläche und Volumen der Gallier.
Das ist wohl etwas, aber noch nicht alles. Ich muss nun durch direkte Messung noch deren Masse und Dichtigkeit sowie die Intensität der Schwerkraft auf ihrer Oberfläche zu bestimmen suchen. Das dürfte wohl schwierig werden, meinte Graf Timaschew. Tut nichts. Ich brauche dazu nur zu wissen, wie viel mein Komet wiegt. Die Lösung dieses Problems, bemerkte Leutnant Prokop, erscheint mir etwas erschwert durch den Umstand, dass wir die Natur der Substanz, aus welcher die Gallia besteht, ganz und gar nicht kennen. »Ah, Sie kennen diesen Stoff also nicht?« erwiderte der Professor. »Nein«, antwortete Graf Timaschew. »Und wenn Sie uns in dieser Hinsicht aufzuklären vermöchten?« »Oh, meine Herren, was geht mich das an?« sagte Palmyrin Rosette. »Ich werde meine Fragen auch ohne dem zu lösen wissen.« »Wenn Sie es wünschen, lieber Herr Professor, stehen wir jederzeit zu Ihrer Verfügung«, erklärte Kapitän Savadak. »Noch habe ich einen Monat lang Beobachtungen anzustellen und Rechnungen auszuführen«, antwortete Palmyrin Rosette abweisend. »Und Sie werden sich, denke ich, gedulden, bis ich zu Ende bin.« »Aber Herr Professor«, entgegnete Graf Timaschew zuvorkommend, »wir warten selbstverständlich, solange es Ihnen beliebt.« »Und selbst noch etwas länger«, setzte Kapitän Savadak hinzu, der diesen Scherz nicht zurückhalten konnte. »Nun wohl«, schloss Palmyrin Rosette, »so stellen Sie sich nach Ablauf eines Monats, also am kommenden 62. April, wieder ein.« Dieses Datum entsprach dem 31. Juli des Erdenkalenders. EA Production.